Champagner und Berlin, aber nicht in Kopenhagen. Du hast dich oft gefragt, was mich zerreißt. Ich hab aufgehört, mich das zu fragen. Hallo zusammen zu einer brandneuen Staffel Startrampe. Die besonders findigen Geister unter euch haben es wahrscheinlich gerade an der Großen Kirche schon gemerkt. Ich bin in Köln unterwegs mit unserem schönen alten Startrampe-Bus auf dem Weg zur Band An Malkantereit. Mit denen werde ich jetzt einige Tage quer durch Deutschland tingeln. Und damit ihr in puncto Startrampe auf dem neuesten Stand seid, hier kommt ein kurzes Update. Drei Bands, drei Moderatoren auf einer Reise im Oldtimer-Bus. Eine Woche, die sie so schnell nicht vergessen werden. Unterwegs zwischen Popwelt und Provinz. Zwischen Musik machen und mal schauen, was geht. Die 18. Staffel Startrampe mit Cosby aus München. Präsentiert von Sam Hopf. Mit James Hersey aus Wien. Präsentiert von Christina Wolf. Und mit Annen-Mai Kantereit. Präsentiert von Lauri Reichert. Bisher haben Annen-Mai Kantereit ihre Songs oft und gerne über YouTube veröffentlicht. Jetzt erscheint ihre erste richtige Studio-EP. Wird schon irgendwie gehen. 2014 war ein krasses Jahr für die Kölner. Erst waren Annen-Mai Kantereit im Finale vom New Music Award, dann viel auf Tour. Als Vorband von den Beatsteaks und später von Clüso. 2015 wird weiter getourt. Davor steht dick Startrampe im Kalender. In dieser Folge kicken die Jungs mit ihrem Helden Dirk Lottner und kloppen sich mit ihrer Vorband von wegen Lisbeth. Jetzt aber erstmal Annen-Mai Kantereit im Porträt. Ich hab mich oft gefragt, was dich zerreißt. Du wolltest nicht, dass ich es weiß. Ich bin Henning und ich bin der Sänger und spiele auch Klavier. Ich bin Severin und spiele Schlagzeug. Ich bin Christopher und spiele Gitarre und Mundharmonika. Hast du vergessen, wie es früher war? Rote Augen, langes Haar. Wohin du gehst, sagst du nicht mehr. Mir fällt das Fragen schwer, verdammte Scheiße. Annen-Mai Kantereit sind drei Nachnamen. Das ist Christopher Ann, das ist Severin Kantereit und ich bin Henning Mai. Wir haben einfach als Freunde Musik gemacht und dann haben uns die Leute halt immer gefragt, wie heißt ihr, wer seid ihr? Und dann haben wir ehrlich geantwortet, wie wir heißen. Ich träume Liebeslieder und sing dabei von dir. Straßenmusik spielt für uns ja immer eine Rolle, weil wir da halt herkommen. Also insofern spielt das überall ein bisschen mit rein. Nicht für mich. Wir haben dann auf der Uniwiese immer abgehangen. Ich hatte die Gitarre dabei, Servi das Cajon und Henning hat seine Stimme. Ich hab mit dir gemeinsam, einsam rumgesessen und geschwiegen. Ich erinnere mich am besten ans gemeinsam, einsam liegen. Wir haben hier Musik gemacht. Dann sind von da zwei Dozenten rausgekommen und haben gebeten, dass wir aufhören, weil die uns in ihrem Büro so laut hören, dass sie anscheinend nicht mehr dozentieren konnten. Dozentieren. Wohin du gehst, sagst du nicht mehr. Wenn wir uns sehen, fällt mir das Fragen schwer. Vor Weihnachten war immer besonders gut, wenn da so drei verfeuerte Jungs Straßenmusik machen. Das läuft immer ganz gut. Ein paar ältere Damen haben uns auch gerne mal so ein paar Brötchen hingelegt. Das ist auch ganz nett. In den Hut dann. Das ist bei uns selten, dass die Songs so im Proberaum so komplett fertig geschmiedet werden, sondern was halt auch, glaube ich, viel von der Straßenmusik kommt, dass der Song erstmal live erprobt werden muss. Und so entwickelt sich der Song und festigt sich auch, gerade auch was das Gefühl angeht für den Song, wie der gespielt wird. Deswegen ist eigentlich kein Lied so richtig fertig. Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass immer irgendwann noch mal was verändert wird und dadurch bleibt auch für dich selber der Reiz vorhanden. Wir waren in Prag, Paris und Wien, in der Bretagne und Berlin, aber nicht in Kopenhagen. Wir sind das Thema.
unsere Frauen, die Menschen, die wir lieben und dass wir sie nicht lieben und alles, was uns interessiert und was uns irgendwie was angeht oder uns berührt, das ist potenzielles Thema. Du bist zu Hause für immer und mich. Der Startrampe Roadtrip führt Moderator Lauri und Annenmay Kantereit vom Bandzuhause in Köln zum Eurosonic Festival im holländischen Groningen. Geht's euch gut? Mit dabei der neue Live- und Studiobassist Malte. Das ist Gerät. Das ist Thomas, unser Busfahrer. Rebustat macht möglich. Ja, das ist alles bestens. Durch. So, oh, ja, schön. Stimmt. Wirklich schön. Das ist ja mega schön. Ja. Geil. Ich komme ja gerade vom Müngersdorfer Stadion übrigens. Warum? Doch, wir haben da so ein bisschen mal rumgeguckt. Ich war da selber noch nie. Und weil wir jetzt Dirk Lottner treffen. Bist du Fußballfan? Ja, voll. Ja? Ja, total. So ein 60er oder eher so ein Bayern? Ja, so ein Bayern-Fan. Aber die Geschichte dahinter erkläre ich später. Ja, cool, ich freue mich, ich hab Bock. Ja, ich auch. Mega. Wir müssen mit diesem Ding auf Tour gehen. Ja, das wäre echt mal ein Bandbus. Schade, dass die Tour mit Clueso schon vorbei ist. Wie waren die Touren? Das war super. Ja? Also ganz abgesehen davon, dass das einfach sehr viele nette Menschen sind, war das für uns natürlich krass, weil vor so vielen Leuten spielen. Ja. Und, Köln, glaube ich, waren 10.000. Krass. Aber wir haben halt immer davor gespielt, das heißt, waren jetzt noch nicht alle da. Ja. Aber es war trotzdem mega überwältigend, da vor so vielen Menschen zu stehen. Und zum Glück immer erst am Ende das Licht an im Publikum. Also für einen auf der Bühne hat man jetzt der nicht so. Der soll ja so Masken. Nett sein, der Clueso. Ich habe ihn noch nie der kennengelernt. Soll ja so nett. Sagt man es nicht über alle Menschen, Jürgen? Der soll ja so nett sein. Genau, der soll besonders nett sein. Also ja. Habt ihr ihn kennengelernt? Man kriegt nicht viele Berührungspunkte mit dem. Nee, natürlich lernt man ihn kennen, aber der ist halt so beschäftigt und der muss die ganze Zeit so hassen. Das heißt, wir haben irgendwie auch mal mit dem zu Mittag gegessen und so, dann saß man da gemeinsam am Tisch. Aber so richtig viel Zeit verbringst du nicht miteinander, weil. Ist ja auch Job. Also ist richtig. Dirk Lottners früherer Job? Fußballprofi und Identifikationsfigur, vor allem für die Fans vom 1. FC Köln. Über 50 Tore hat er für den Verein geschossen und über 160 Spiele bestritten, viele davon als Kapitän. Mittlerweile arbeitet er als Fußballlehrer, heute im Probetraining. Grüß dich. Ja. Hallo. Ich bin Henning, hallo. Hallo Henning. Hi. Dirk, hi. Ja, ich bin mal gespannt, was mich hier erwartet. Ja, wir auch. Also das ist für uns so, es ist dieses Startrampe-Format so vom Bayerischen Rundfunk. Und die geben uns so, oder machen es uns möglich, so klingt so blöd, aber Leute zu treffen, die wir interessant finden. Okay. Und dann haben wir uns gefragt, wie wir treffen wollen. Da waren natürlich auch irgendwie Musiker im Gespräch, aber wir haben halt gesagt, wir finden Fußballer viel interessanter als Musiker. Und wir wollten halt jemanden treffen, der uns irgendwie begeistert oder zu dem wir halt irgendwie so eine, ich sag mal, wo wir in Anführungsstrichen wirklich Fan sind oder so. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, würden wir gerne Dirk Lottner treffen. Weil, das ehrt mich sehr. Danke schön. Hier ist auch Lottes Kicker, oder? Hier ist deine Fußballschule. Ja, genau. Ich habe Anfang November meine eigene Fußballschule hier gegründet, also meinen Standort hier festgelegt, mit dem Ziel, jungen, talentierten Spielern, die jetzt schon in einem Verein spielen, praktisch ein Zusatztraining unter der Woche anzubieten. Mit Sicherheit auch ein bisschen qualitativ hochwertiger als in diesem kleinen Verein, wo oftmals der Papa Trainer ist und ja, wirklich nicht so individuell und auch so gezielt ausbilden kann, wie wir das hier können. Du galtst früher so als der Herr des ruhenden Balles. Deine Freistöße waren gefürchtet. Wir sind ja auch so ein bisschen deswegen hier, weil die Jungs da, glaube ich, ein Defizit haben. Also wir sind alle begeisterte Fußballer. Wir spielen alle sehr gerne und wir haben auch alle immer regelmäßig irgendwie so ein bisschen gekickt. Und ich war tatsächlich auch mal im Verein hier und so. Und jetzt ist das manchmal so ein bisschen traurig auch, wenn man dann doch nicht mehr so richtig zum Fußballspielen kommt. Auf Tour immer ab und zu. Genau, wir spielen ganz gerne gegen andere Bands, weil wir da immer die Besten sind. Nee, und wir waren ziemlich heiß darauf, so ein paar Ratschläge von dir zu kriegen, muss ich sagen. Weil gerade sowas wie ein ruhenden Ball ist ja viel Technik und auch aber auch viel Training. Viel Training, ja. Wiederholung macht den Meister. Das Thema werden wir nicht in 5 Minuten gelöst. Das ist richtig, ja. Aber die Grundlagen können wir legen. Die Grundlagen. Aber brauchen wir uns nicht für umziehen, oder? Nee, du nicht. Ich zieh mir nur andere Schuhe an. Ja, das war ja schon mal nicht schlecht. Wie ist das eigentlich? Kannst du jetzt so direkt sehen, was wir falsch machen? Ja, das sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen hölzerner aus. Mensch. Ja, aber spielen kann man mit euch, das merkt man schon. Ihr seid keine Blinden. Wenn wir schon so weit sind, dann machen wir das jetzt gleich richtig. Auf Freistoß ist natürlich schwierig, ne? Das ist ein kleines Tor. Ja. 2-Mann-Mauer. Versichert seid ihr? Ja, ja. Ne?
Hände nach hinten, falls das mit dem Klavier noch oder hier mit. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht entscheiden. Mach vorne. Ihr setzt mich schön unter Druck hier. Boah. Easy. Yeah. Was ist das Geheimnis eines guten Freistoßes? Gibt's da eigentlich wenn er drin ist. Also Automatismen ist wichtig. Das heißt, immer wieder zu wissen, wie lege ich den Ball hin. Drei Schritte zurück, vier Schritte zurück, fünf. Das ist individuell. Du den Ball neben den Fuß neben den Ball und dann zählst du die Schritte so. Dann machst ich war jetzt nicht Cristiano Ronaldo, der erstmal so gemacht hat. Ja, also ich hatte schon meine Rituale. Meine Rituale, ja. Eine Sache haben sie mir genommen seit der WM. Den schweren Ball? Nee, den Ball immer wieder ein Stück. Wenn er, in dem Moment, wo der Schiedsrichter legt, er erst den Ball hin und dann ist er ja zur Mauer gegangen. Und dann hast du ein bisschen vorrollen? Nee, oder? Und genau das Gegenteil. Nicht nach vorne, sondern nach hinten, damit du Distanz zur Mauer gewinnst. Ah, ja, okay. Dann hast du, kannst du einen Meter rausholen, um dann vielleicht einen besseren Winkel auch zu bekommen. Oh! Was ist das für eine Mauer? Hey, was ist mit der Mauer? Die löst sich auf. Feuer frei. Jawohl. Jungs, ich biete euch das echt an. Wenn ihr mal in Köln seid und Zeit habt, lass uns Kontakt aufnehmen. Dann machen wir mal 4 gegen 4, 5 gegen 5. Machen wir mal ein Stündchen. Auf jeden Fall. Danke, Dirk Lottner. Gerne. Absolut die Kölner Legende. Was ist los? Guck mal, der Mann hat aber auch schon geschwitzt. Ja, das ist Angst, der stand in der Mauer. Angstschweiß. Dann ab in den Bus. Wo müsst ihr hin? Fahren wir im Proberaum und machen mal das, was wir können. Two. It's a dance, we know the moves. The bow, the dip, the woo. Man sieht einfach diese Klasse. Man kann das richtig sehen, wie du auch den Ball anguckst. Ne? Dass er auch sich mit Leuten unterhält und genau weiß, dass gerade da der Ball läuft. Und plötzlich dreht er sich um. Er zieht ihn ja an, magisch. Ja. Echt gut, ey. In your arms, I can't feel it, but get up, get down. Get up, get down. Feel the rotation start. Get up, get down, get up, get down, get up. Sentiments are seen with a pair of feet change. I know my words will dry up on the skin. Willkommen. Willkommen, willkommen. This is where the magic happens. Schön wär's. Wenn's nur magic wär. What magic? Und ich will raus hier und nicht sonnen. Und
meinem neuen Zimmer stehen noch immer die Kartons. Und ich weiß nicht, was ich als erstes machen soll. In meinem neuen Zimmer, in meinem neuen Zimmer, in meinem neuen Zimmer, in meinem neuen Zimmer. Ich wach, weil ich die neuen Geräusche um mich rum nicht richtig kenne. Und wenn ich endlich penne, ist schon wieder heller Morgen. Und ich hab die gleichen Sorgen wie am Tag zuvor. Ich muss tausend Sachen machen. Und in der Küche ist oft irgendein Rohr. Ich muss tausend Sachen machen. Und ich nehme mir viel zu viel vor. Die Wand ist nackt und über mir trinken lauter, lauter Leute Bier bis kurz nach vier. Und ich bin abgefuckt in meinem neuen Zimmer. Ein einzelner klatschender Herr. Müssen wir eine Sache noch kurz klären. Unser Malte. Malte taucht nicht im Bandnamen auf. Malte taucht auch zum Beispiel nicht auf Fotos auf oder auf vielen Fotos nicht auf. Wie ist denn das so mit dir hier bei Unmalkante? Ja, ist eigentlich ganz einfach. Ich bin jetzt quasi Live-Bassist und Studio-Bassist. Und die Frage, ob Hook irgendwann in den Namen auftaucht, stellen sich eigentlich nur Hook alle anderen. Hook ist dein Nachname. Genau. Entschuldigung, Hook ist mein Nachname, genau. Das stellen sich eigentlich nur alle anderen, weil für uns ist es eigentlich klar, dass das nächstes Jahr passiert. Nein, dass es nicht passieren wird. Unmalkantereit bleibt Unmalkantereit. Ihr wirkt aber trotzdem so wahnsinnig, ich kenne euch jetzt noch nicht so lange, muss ich auch ehrlich sagen, aber ihr wirkt trotzdem als Band, also auch zu viert als Band, total super homogen, also so super nett zusammen. Das war auf jeden Fall mit Malte was sehr Besonderes. Also wir sind zu dritt natürlich, wir kennen uns schon ewig, wir sind zusammen zur Schule gegangen und so ein Quatsch, darum kennen wir uns, aber wir haben Malte vor einem halben Jahr kennengelernt und es ist schon sehr lustig, wie gut das irgendwie passt und warum das auch so Bock macht mit ihm jetzt, weil es halt er fügt sich da schon sehr gut ein. Das geht auch gar nicht anders. Du hängst die ganze Zeit halt aufeinander und wenn du dann irgendwen hast, mit dem es nicht wirklich zu 100% klappt, dann drehst du nach einer Woche völlig am Rad und willst eigentlich nur nach Hause. Wo gehen wir denn jetzt hin eigentlich? Wir machen noch was. Oder wir gehen noch was trinken? Ins Gustav. Gustavs? Ins Gustav. Eck. Direkt bei uns um die Ecke in Gustav Sülz. Eck. Das ist eine schöne, gemütliche Kneipe. Da hängt ihr öfter rum? Gibt's lecker Kölsch? Ja, ach, es geht. Öfter jetzt nicht. Wir sind ja kaum zu Hause, wir sind ja immer unterwegs. Wir gehen doch nie in Kneipen, Lauri. Na gut, dann lehre ich euch das Trinken. Sehr gut. Und zwar das Trinken, ja. Okay, ich freue mich aufs Gustav-Eck. Und wenn ich was tun kann, sagt Bescheid. Machen wir. Zu Hause bist immer nur du. Ich hab keinen Stress, ich mach nur die anderen Stress. In Köln schreit man immer so richtig laut durch den Laden. Kellner! Und man ruft dabei so auf. Das sagst du heute als unser Gast. Alles klar. Den Deppen aus Bayern kann man es ja machen. Ich will sie nicht mal eine Runde ausgeben. Doch, ich gebe mal eine Runde aus. Fünf, bitte. Fünf Kölsch. Wer fehlt? Also, muss nachher in die Kamera. So, haben wir irgendeinen ekelhaften Trinkspruch? Nee. Einfach halt Prost. Ja gut. Prost. Das krieg ich noch und immer hin. In die Augen gucken. Achso, ja, darauf scheiß mir doch. Sehr gut. Vielleicht ein Sex. Ja, 7 Jahre oder so. Jetzt kommen die Fragen. Wären wir schon so gemütlich. Wie viel Geld verdient ihr denn eigentlich so? Schreibt ihr eure Songs selbst? Erzähl mal mit denen. Komm. Mega, genau. Wie ist das mit den Girls? Nee, wenn ich jemandem erzählt habe, ich treffe an Unmalkantereit, dann war eine dieser Fragen immer, fragt ihn doch mal, wie er das mit seiner Stimme macht.
und ob das gesund ist. Weil ganz ehrlich, als ich zum ersten Mal eure Musik gehört habe, das ist ja wirklich so. Ich muss auch sagen, diese Fragen wurden ja sehr oft gestellt. Ja. Und auch dieses, ich kriege auch sehr viele Komplimente. Mensch, du musst ja schon gesoffen haben in deinem Leben. Aber da ist sie schon wieder in die Stimme. Ja, wir haben ja sehr viel Straßenmusik gemacht. Und ich glaube, dass das dadurch auch sehr stark gekommen ist, weil wenn du viel brüllst und viel laut sein musst, dann... Das ist, eine Stimme ist ja auch ein Muskel, ist ja auch ein kleiner Muskel, so diese beiden Stimmbändchen halt. So. Und wenn die ganz stark beansprucht werden, dann raut sich das so ein bisschen auf. Und das hat sicherlich alles mit reingespielt, aber ich glaube, wenn du, wie ich, eine Familie hast, die eh alle sehr tief sprechen, wie mein Vater und mein Bruder, dann kann das noch verstärken. Aber ich habe mir das jetzt nicht herbeigesoffen oder herbeigeraucht oder sowas. Das ist, glaube ich, sehr schwierig. Wenn das so einfach wäre, würden das auch, glaube ich, mehr Leute machen. Den Song, den wir vorhin gehört haben, wird der auf eurer EP drauf sein, die jetzt dann ja auch demnächst erscheint? Diese EP ist schon so ein erster... So, weiß nicht. Ist das so eine Art Meilenstein? Ihr fiebert dieser Veröffentlichung total krass entgegen. Aber es war, glaube ich, eher so der Weg dahin und diese Studioerfahrung mal zu machen. Wie klingt man im Studio? Das ist ja auch immer irgendwie ein schweres Ding. Und die habt ihr mit einem auch nicht ganz unbekannten Produzenten aufgenommen, mit Moses Schneider, unter anderem Tokotronic, Japanik und solche Bands. Beatsteaks natürlich, genau. Olli Schulz, und jetzt könnten wir den ganzen Abend Bands aufzählen. Bendemann. Ich muss ja öfter mal an Element of Crime denken, wenn ich eure Musik höre. Ist das was, womit ihr... Ich glaube, dass das daher kommt, dass ich die sehr viel gehört habe und dass manchmal so die Art, wie ich mit Sprache umgehe, so ein bisschen ähnlich ist. Genau, so ein bisschen Regner Einfluss hat. Oder Rio Reiser, finde ich zum Beispiel, ist auch so, könnte auch ein Einfluss sein. Den habe ich auch sehr viel gehört, aber ich finde das immer, also ein Einfluss ist das auf jeden Fall. Mhm. So, dass man irgendwie davon beeinflusst ist. Wie denn auch nicht? Weil wenn man sich anguckt, was gibt es an Menschen, die mit deutscher Sprache Musik machen, dann bleiben nicht so viele übrig, also wenn man gute deutsche Musik hat. Ja. Hörst du auch so alte oder hört ihr auch so ganz alte Liedermacher, so Franz Josef Degenhardt? Auf jeden Fall, in den guten alten Hannes Zeiten. Hannes Wader oder auf so. Auf jeden Fall. Hannes Wader heute hier, morgen dort, ist tatsächlich von uns ein gerne gesungenes Lied. Okay. Wir machen zum Beispiel, wenn wir... Spielen wir mal ganz gerne. Ist schon vorgekommen, dass wir irgendwie in irgendwelchen Küchen sitzen und dann wird das skandiert. Das ist schon, gehört schon zu uns, das Lied. Na gut, mal gucken, wie viele Kölsch wir brauchen, damit ihr das heute Abend noch skandiert. Aber auf der anderen Seite dürft ihr ja auch nicht so viel trinken, weil ihr müsst ja morgen total fit sein. Morgen Olympiade. Wir schonen uns heute und sagen, Gut, dann schonen wir uns einfach und bestellen noch einen Kölsch. Kann man ja mehr von trinken. Wenn man so eine Maß bestellen würde, wäre schon wieder zu aggressiv. Ja. Ne, Maß wären 5 davon. 5? Ein Liter? Echt? Ist das echt ein Liter? Das ist ein Liter, ja. Los! In der Umkleidekabine mit dem Team von wegen Lisbeth zu erkennen, unschwer an den weißen Stirnbändern. Schön, dass ihr gekommen seid. Ihr seid ja wirklich einmal quer durch Deutschland gefahren, von Berlin jetzt hier nach Köln. Ja. Also ich sehe schon, ihr habt eine Rechnung offen, offensichtlich. Ja, die haben eigentlich eine Rechnung offen. Wir waren mit denen auf Tour von dem letztes Jahr. Ja. Und da haben wir so kleine Band-Battles gemacht und sie haben halt komplett verloren. Was für Kategorien, nennen wir so ein, zwei? Jonglieren zum Beispiel. Kickflips, durch sein eigenes Bein springen. Ja. Wie geht denn das? Man hält sich hier so fest und muss mit dem anderen durchspringen, aber darf nicht loslassen. Ach krass, okay. Und jetzt haben sie uns zur Revanche rausgefordert. Und das nehmt ihr natürlich an. Ihr habt gerade eine EP rausgebracht, im November, glaube ich. Die heißt plötzlich der Lachs. Und ihr geht wieder mit denen auf Tour, oder? Ja. Ja, wir freuen uns tierisch. So übel und gefährlich in Hamburg. Ja. Hat ja schon einen Namen. Im großen Raum wahrscheinlich auch, oder? Das wird sehr geil, auf jeden Fall. Ja. Ich gehe jetzt mal rüber zu denen. Grüß sie mal nett. Ja, die hauen schon immer gegen die Tür. Die provozieren schon immer richtig frech, ne? Also, ja. Wir nehmen es schon sehr ernst auf jeden Fall heute. Sehr ernst. Oh. So, Männer. Die wissen gar nicht so genau, was auf sie zukommt. Das stimmt ja nicht. Nein, die wissen schon ganz gut Bescheid. Ja? Wir spielen Völkerball, wir spielen Brennball, das wissen die. Wir spielen Fußball, wir spielen so eine Handball, wir spielen ein bisschen Basketball. Also, das wissen die alles. Die sind ja 6 in der Band, ihr seid nur 4. Ihr seid heute wenigstens zu 5. Ihr habt den Martin noch dabei. Ja, Martin, schön, dass du es auch noch geschafft hast hierher. Du bist jetzt aber nicht auch noch kurzfristig in die Band aufgenommen worden, obwohl du natürlich viel mit der Band zu tun hast. Du bist nämlich? Der Fotograf. Der Fotograf der Band. Das sind halt zum Beispiel alle YouTube-Videos sind von ihm. Eine Sache müssen wir noch klären, bevor es losgeht. Worum geht's eigentlich? Also was ist der Wetteinsatz? Die Band, die verliert, muss in den Outfits, die sie jetzt trägt, ein Konzert spielen. Lang lebe die Störung im Betrieb.
Und wir filmen noch kurz unseren. Jo. Okay. Wie geht das jetzt? Weiß ich auch nicht mehr. Wie ist Bett? Einfach ein Roots, 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 Roots. Nee, nein, nur einmal. Nein. Lisbeth Roots! Geh los! Ja! Mal Kantereit haben Brennball gewonnen. Und jetzt geht's weiter mit was geht's jetzt weiter? Torwandschießen. Torwandschießen, alles klar. Gut, die Regeln sind einfacher. Martin, es ist schön, was ihr da macht, aber... Und mit Ruhe reinmachen. Mit Ruhe. Komm mal noch genauso ein. Und jetzt geht's weiter mit? Wetthängen. Wetthängen, das musst du erklären, Henning, ich habe keine Ahnung. Also, da man als Band ja sehr viel hängt, ja, rumhängt und so, haben wir uns überlegt, wer länger hängen kann, ohne runterzufallen. An den Ringen. An den Ringen? Aber als ganze Gruppe oder? Ganz alle aneinander. Nein. Okay, 3, 2, 1 und los. Der kleine Chrissy bitte zur Wurstdecke. Der kleine Chrissy bitte zur Wurstdecke. Schon nicht ohne, muss man sagen. Man merkt, dass das Blut so nicht mehr ganz vorhanden ist in den Unterarmen, die jetzt die Oberarme sind. Ihr hängt schon ein Weiß und springt durch den Wald. Ja, guck mal, der bewegt sich schon. Das wird nichts mehr, das wird nichts mehr. Bleib drin. Ihr habt echt gut verloren. Gratuliere. Danke, danke. Gratuliere. An Malkanterei, ziemlich deutlich haben Sie gewonnen. Und jetzt ist es schon wieder vorbei. Wird nicht die letzte Herausforderung sein gegen An Malkanterei. Ihr seid ja bald wieder zusammen auf Tour. Ja, ja. Da kommen dann, kommen dann die nächsten Turniere. Cool, dass ihr dabei wart auf jeden Fall. Nächstes Mal bei Startrampe. Annenmay Kantereits abenteuerliche Reise zum Mittelpunkt der Erde. Wow. Indiana Jones.